Leute, heute mal ein bisschen außerplanmäßiges Video. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so eine Vorbereitung läuft. Wie bereite ich mich vor? Was mache ich? Wie wähle ich mein Equipment vielleicht sogar aus? Und was sollte man beachten, bevor man losgeht? Und zum Schluss noch eine kleine Aufrufaktion, aber dazu später. Ja, jetzt kann ich die Katze aus dem Sack lassen. Es geht nach Beuditz. Da habe ich mir schon mal ein Google Maps Bild ausgedruckt, wo ich mir schon mal so ein, zwei Spots ausgesucht habe, mich ein bisschen informiert habe, wo liegt was. Auf der Rückseite habe ich schon mir auch Spots gesetzt, wo ich die Drohne fliegen lassen werde, wo ich auch diese Orte, die ich mir auch so ein bisschen vorgenommen habe, am besten einfangen kann. Natürlich war ich in der Kindheit auch viel in Beuditz, aber trotzdem verändert sich ja das Dorf mit Laufe der Zeit und man erinnert sich vielleicht an manche Dinge nicht und deswegen ist so ein Vorabcheck, egal wohin ihr fahrt, auch wenn ihr euch da super auskennt, guckt immer mal über Google Maps nochmal drüber, nehmt euch vielleicht so eine kleine Karte mit. Da findet ihr meist auch immer noch so interessante Orte, die ihr vielleicht so beim Vorbeigehen, Durchfahren noch gar nicht gesehen habt, die ein bisschen versteckt sind. Ist sehr hilfreich, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Dann habe ich natürlich für euch dann auch ein paar Fakten rausgesucht. Ihr werdet jetzt sagen, Beuditz, kleines Dorf, kennt doch mittlerweile jeder schon mal durchgefahren, jeder war da schon mal. Aber ich muss sagen, bei der Recherche natürlich ist es schwerer, über so ein kleines Dorf was zu finden. Ist doch ein bisschen was zusammengekommen, was das Dorf sehr interessant macht. Und das werde ich euch aber dann erst morgen präsentieren, vor dem Video. Was es da zu sehen und zu erleben gibt. Ja, das sind die Vorbereitungen im datentechnischen Sinn. Dann gehen wir jetzt über, was nehme ich morgen mit? Natürlich nehme ich morgen mit die Kamera, selbstverständlich. Dann habe ich ein neues Equipment-Zubehör mir gekauft. Das ist eine Art Selfie-Stick, Selfie-Stativ. Das kann man quasi noch ausfahren und dann auch zu einem Stativ umbauen. Wenn es jetzt mit einer Sicherung lösen. Ihr seht, das Ding ist nagelneu. Ich muss mich da auch erst noch reinfuchsen. Und ja, also das kann man dann quasi noch zum Selfie-Stativ umbauen. Dazu ist ja eine kleine Fernbedienung, die über Bluetooth funktioniert. Eine coole Geschichte, denn man muss es nicht an- und ausschalten. Also man kann das nicht vergessen auszumachen. Man drückt dann einfach einmal drauf, verbindet das dann mit dem Telefon per Bluetooth. Kann ich jetzt nicht machen, weil dann stoppt es die Aufnahme. Und ja, cooles kleines Gadget. Wird morgen auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ja, das war das. Das werde ich euch auch unten mal verlinken, falls ihr Interesse habt. Einfach mal vorbeischauen auf otto.de. Da könnt ihr das Ganze bestellen. Ich glaube, es waren jetzt 29 noch was. Eine etwas teurere Geschichte, sage ich mal, für so eine Geschichte, so eine simple Sache. Aber ich muss sagen, es lohnt sich. Ja, Kamera hatten wir, dann kommen wir weiter zu dem wichtigsten wohl, was sich jetzt so rausgestellt hat, die Drohne, die Fernbedienung und die drei Akkus zu der Drohne. Das ist die DJI Mini 2, noch ein relativ neues Produkt. Fällt mit den 249 Gramm nicht in die Kategorie A3 oder A2, sondern in die Kategorie A1. In der Kategorie A1 hat man natürlich alle Freiheiten. Natürlich, man kann jetzt nicht alles machen, man muss sich auch an gewisse Regeln halten. Aber diese könnt ihr natürlich nachlesen auf der Seite des LBA, des Luftfahrtbundesamtes.
sehr interessante Seite, da kann man auch seinen Drohnenführerschein abschließen. Habe ich gemacht, muss man zwar nicht in dieser Kategorie, ist aber sehr hilfreich, um einfach noch ein bisschen sein Wissen aufzufrischen. Und wichtig, bevor man sich so ein Ding holt, erstmal belesen, was kann ich damit, was darf ich damit und und. Ja, wichtig ist natürlich hier, dass wir die Akkus vollgeladen haben. Bei den Akkubanks für die Drohne und natürlich auch die Fernbedienung. Ja, dann wichtig, die Drohne checken, das heißt Flügel und. Das heißt, wir wollen sie ja morgen nicht verlieren bei einem Flug, was auf einem defekten Rotor zurückzuführen sein könnte. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das wollen wir einfach vermeiden, indem wir einfach vorher schon mal uns einen Tag vorher oder ein, zwei Stunden vorher hinsetzen, gucken, ob alle Flügel noch intakt sind. Wenn nicht, einfach Schraube lösen, Flügel abmachen, neuen Flügel dran, Schraube wieder reinschrauben. Es gibt ein bisschen Ersatzteile dazu. Das heißt, ich glaube, für jeden Flügel gibt es einen Ersatzflügel dazu. Das heißt, ihr könnt ein paar zerschrotten, aber das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen einfach gucken, ob ein kleiner Riss drin ist oder sonst was. Und das dann ja, gegebenenfalls reparieren. Wenn ihr dazu ein Video mal haben wollt, wo ich ein bisschen mehr auf die Drohne drauf eingehe und vielleicht noch ein bisschen was zu der ganzen Drohnenfliegerei erzähle, dann schreibt es doch gerne mal unten rein. Dann mache ich nämlich ein kleines Video, wo ich euch das Ganze erkläre. Natürlich jetzt nicht auf Profi-Style, aber ich werde mich da vorher dann deutlich informieren, was, wie, wo, um euch das dann bestens zu erklären. Ja, das ist das Ganze zu der Drohne und dem Equipment dazu. Dann kommen wir, ja, bei der Kamera war ich ja schon, aber da habe ich mir einfach noch einen Punkt aufgeschrieben, um den euch zu erklären. Wichtig ist immer Speicherkarten. Macht die vor jedem Dreh, vor jedem Fotoshooting oder was ihr auch immer vorhabt, leer. Packt es euch auf den Rechner oder einen Laptop, denn es ist mal so schnell passiert, dass ihr unterwegs seid, ihr denkt euch, ah, Mist, Speicherplatz voll oder ich will die SD-Karte wechseln, steckt euch die in die Hosentasche, die fällt daneben, weg ist sie, mit allen euren Bildern. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch losmacht, zieht die Bilder runter, die drauf sind, speichert euch die und wenn ihr zurückkommt, es muss nicht immer sofort sein, ich kenne das selber, man will dann erstmal runterkommen und, aber zeitnah, wie gesagt, spätestens wenn ihr das nächste Mal losgeht, die Bilder runterziehen, weil es ist doch dann sehr, sehr dolle ärgerlich, wenn die verloren geht und alles, was ihr euch erarbeitet habt, ist weg. Natürlich, wenn es an demselben Tag, wo ihr die Bilder gemacht habt, weg ist, ist natürlich eine miese Geschichte, aber da hat Canon eine coole Funktion, die nutze ich auch sehr, sehr oft. Auch bei der DJI ist es möglich, die Bilder direkt aufs Handy zu ziehen, auch wenn ihr noch unterwegs seid. Ist einfach eine doppelte Absicherung, dass wenn, wie gesagt, dieser Fall passiert, ihr lasst die Kamera irgendwo liegen oder die SD-Karte, sind die Bilder nochmal auf dem Handy separat gesichert. Das zu dem Thema SD-Karten. Dann habe ich natürlich noch die Lampe. Man weiß ja nie, wie es mit der Belichtung aussieht und. Auch was die Filmerei anbelangt. Und deswegen meine kleine Akkulampe, die man dann oben auf die Kamera oder aufs Stativ schrauben kann, um einfach die bestmögliche Belichtung herzustellen. Da lädt gerade der Akku, der war nämlich leer, nur gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Und ja, der lädt jetzt, ist dann für morgen auch hoffentlich startklar. Dann für mich mit das Wichtigste, was man mitnehmen kann oder muss, vor allem wenn man wie ich mit dem Handy filmt, was ich auch gleich noch erklären werde, aber eine Powerbank. Eine Powerbank nimmt nicht viel Platz weg, ist nicht schwer, ist einfach eure zweite Reserve für ein Handy-Akku, aber auch für die Drohnen-Akkus, wenn jetzt wirklich mal ihr sagt, oh, jetzt habe ich alle drei Akkus verballert, aber ich habe da noch einen Spot, wo ich noch mal schnell drüber fliegen will, einfach an die Powerbank dranhängen, dieses Akku-Bündel. Ja, da habt ihr hier den Anschluss
Und dann wird das geladen, da wird ein Akku geladen, nicht alle drei gleichzeitig, sondern immer nur einer. Und dann könnt ihr nochmal quasi loslegen. Also auch wichtig, eine Powerbank immer mitnehmen. Ist somit das A und O, finde ich, gehört mit dazu. Ja, dann zwei Masken, eine für mich und eine für einen eventuelligen Interviewpartner, weil es kann sein, in dieser Geschichte, wo ich jetzt rein möchte, dass man immer jemanden interviewt und wenn der keine Maske mit hat, kann man immer sagen, ah, ich habe eine für dich und die kannst du dann dir aufsetzen und behalten oder entsorgen. Ja, das war jetzt so das Ganze, was ich morgen mitnehme. Natürlich dann noch mein zweites Stativ von Yahama und was jetzt gerade die Verwendung findet mit dem Handy oben drauf. Genau, das Handy dann noch, das ist das iPhone 12 Pro Max. Finde ich, hat eine sehr, sehr gute Ton- und Filmqualität, auch auf der Innenkamera und auf der Außenkamera. Und deswegen mache ich eigentlich meine Filmchen immer mit diesem Handy. Einfach aus dem Grund, weil diese Qualität aktuell zum aktuellen Standard noch reicht. Ich bin jetzt aber auch bald dieser Meinung, dass ich mir eventuell mal eine Filmkamera zulegen werde, aber das kommt erst später. Ja, zum Schluss, jetzt sind wir wieder bei 12 Minuten. Zum Schluss komme ich nochmal auf eine kleine Aufrufaktion, denn ich weiß, es ist jetzt die Zeit sehr, sehr kurz bis morgen, aber vielleicht schaut ja noch der ein oder andere Beutitzer zu. Wenn ihr Lust habt, morgen mit mir ein kleines Interview zu führen, zu sagen, hey, das ist mein Dorf, ich bin in dem und dem Verein, das machen wir, das tun wir. Wenn ihr einfach eure Reize von eurem Dorf präsentieren wollt, dann schreibt es hier unter das Video oder mir per Facebook und dann machen wir für morgen einen Interviewtermin aus und dann ja, kommt das mit ins Video rein. Ich hoffe, ein, zwei werden diesem Aufruf folgen und dann schauen wir mal. Ich habe auch ein, zwei Fragen vorbereitet, aber das wird sich, denke ich, dann morgen im Gespräch irgendwo dann rausstellen. Jetzt werden viele sagen, hey, aber nicht nur mit dem Beutezorn, genauso ist es. Ich bin jetzt im Kapelzgetal unterwegs, filme so, mache so ein kleines Video über jedes Dörfchen. Das heißt, die Gudenser haben ihr Filmchen schon weg. Das heißt aber auch nicht, dass ich nicht nochmal nach Gudenz kommen kann oder kommen will, sondern wenn ihr Gudenser sagt, hey, wir haben auch mal was zu berichten, ich möchte was über mein Dorf sagen, ich möchte mein Dorf vorstellen, dann einfach, wie gesagt, auch hier unten drunter schreiben oder bei Facebook. Mir eine Nachricht schreiben und dann werden wir uns auch da einen Termin ausmachen und natürlich auch die anderen Dörfer, wo ich noch nicht war. Denn es ist immer interessanter, wenn jemand aus dem Dorf sein Dorf natürlich auch vorstellt und vielleicht ein bisschen was noch darüber erzählen kann, Geschichtliches und und. Ja, in diesem Sinne, meldet euch, schreibt es hier unten rein oder bei Facebook rein und dann ja, sehen wir uns vielleicht sogar morgen in Beuditz. Bis dahin, macht's gut und ciao.